Beim Zaubern solltest du warten, bis der Zauber bereit ist, bevor du die Taste loslässt. Ein Zauber wird gewirkt, sobald du sie loslässt. Wow, welch Tipp. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Folge 43, wir sind in Rorikstadt. Oder wie der gebildete Mensch sagt, Rorikstedt. Und wir müssen mit Erik reden, dessen Vater wir davon überzeugt haben, sich Geld zu leihen. Damit Erik Abenteurer werden kann. Ja, das klingt fair und gut und ja. Erik. Hat es was gebracht, dass ihr mit meinem Vater geredet habt? Euer Vater hat seine Meinung geändert. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich hoffe, dass ihr bald mal wieder nach Rorikstadt kommt und mir einen Besuch abstattet. Vielleicht können wir ja bei einem Met in der Taverne Geschichten über unsere Abenteuer austauschen. Ich gehe dann mal wieder. Jemand muss mir helfen! Was ist alles? Schaffen! Jetzt bringen wir es zu Ende! Ich hab das Gefühl, die Sturmmäntel und die Wachen von Weißlauf verstehen sich nicht ganz. Auf! Aber mir fällt beim besten Willen nicht ein, wie ich darauf kommen könnte. Hallo? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Wisst ihr, das ist nicht gerade der beste Sales-Pitch, wenn man die Wachen einer Stadt tötet. Wie war das mit Erik? Ach nee, er geht zurück an die Arbeit. Ich hab gedacht, er redet mit seinem Vater. Erik! Wolltet ihr nicht tut mit... Tut euch selbst einen Gefallen und bekommt keine Kinder. Die mein Vater Mraki führt die Taverne. Er war früher ein Soldat, aber dieses Leben hat er hinter sich gelassen. Wolltet ihr nicht zu seinem Vater gehen oder sowas in der Art? Ja. Apropos, ich kann ja mal bei der Ernte helfen. Da müsste ich dann theoretisch mit Rorik reden, oder? Hier gibt es nichts mehr zu ernten. Hier ist schon alles. Ah, da ist was. Abgeerntet. Kohlkopf. Helmut Kohlkopf. Ah, Kartoffeln. Ein bisschen Wasser dazu und schon habe ich Wodka. Komisch, ich habe immer gedacht, der. Also ich bin es tatsächlich so gewohnt, dass er normalerweise jetzt zu seinem Vater geht und mit ihm redet. Aber nee. So, wo ist Rorik? Ich muss mit ihm reden. Ich habe ja die ganzen Sachen hier geerntet. Kann ich ihn mehr verkaufen? Oh, das ist noch mehr zum Ernten. Aber also das ist echt seltsam, dass die Sturmmäntel durchs Land ziehen und die Wachen von Weißlauf umhauen. Dabei sind die doch neutral, storymäßig gesehen. Also. Also sagt der Jarl von Weißlauf, dass sie neutral sind, weil sie sich nicht für eine Seite entscheiden wollen. Vielleicht gefällt das den Sturmmänteln nicht. Oder vielleicht sind die denen doof gekommen oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Rorik. Wenn ihr geschäftlich in Rorikstadt unterwegs seid, solltet ihr mit Juan sprechen. Vielleicht mit Juan sprechen. Ja, da liegen tote Soldaten. Darauf kannst du dich schon mal freuen, wenn du Abenteurer wirst. Sowas wirst du öfter sehen. Vielleicht mit ihm. Ich habe genug Probleme, also mach ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. So. Cool. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Und Lauch. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. So. Was macht er jetzt? Wo geht er hin? Er geht da hinten hin. Okay. Gut, ich habe das Gefühl, ich dachte immer, er geht jetzt zu seinem Vater, redet mit dem und dann kann ich hier reingehen. Ja, und dann hat sich das. Aber nee, komisch. Huch. Reldet ist die am schwersten arbeitende Bäuerin in ganz Rorikstadt. Aber ich habe ein Händchen für das... Okay.
Da wohnen die beiden also. Also das ist ja schon eher eine Farm als, Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Als irgendwer... Wo geht er jetzt hin? Was stellt sich da einfach nur hin? Als, wie hieß denn das? Ivarstadt. 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 Was auch immer. Ich guck mich mal ganz kurz hier um. Ich meine, das, nee, das war noch stehlen. Alles stehlen, alles Wenn stehlen. Wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht, könnt ihr bei mir... Ich nehme nur Bargeld. Keine Tauschgeschäfte und nichts umsonst. Also, das Zimmer will ich jetzt nicht haben. Wir haben es eigentlich noch, ich weiß gar nicht wie spät, aber ja? Wir haben es... Huch, relativ früh morgens. 11.57 Uhr morgens. Also Mittag. Ja, also man sieht es nicht, weil die Sonne mal wieder nicht... Oh, es ist so hell. Also sichtbar ist, aber... Jo! Jo. Wer wohnt da? Lemkiel. Wahrscheinlich mit seinen beiden Töchtern. War das Lemkiel mit den beiden Töchtern oder hieß der anders? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Und da wohnt Rorik. Komisch, dass wir jetzt... Also Rorik Manor ist das. Also das ist die Villa von Rorik. Was? Als erst Gasthaus größer. Es ist jetzt komisch, dass hier kein einziger Verweis auf Logia ist, aber vielleicht... Vielleicht haben die das auch mitgekriegt, dass er ein Pferdedieb ist und deswegen ist es jetzt eine Schande, über ihn zu reden. Also er hat Schande über sich gebracht und deswegen ist er eigentlich tot. Der Log hier, der Pferdedieb. Den wir am Anfang in Helgen getroffen haben, kurz. Und der dann gestorben ist. Schnell. Ah, er geht in die Bar, er geht in die Bar, er geht in die Bar, er geht in die Taverne. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Darauf warte ich nämlich schon die ganze Zeit tatsächlich. Dass er in die Taverne geht. Denn Erik, den kenne ich. Aus früheren Teilen von Skyrim. Das kann man natürlich wieder sagen. Oh, wo ist, weiß dein Charakter, was dann? Oh, der trauert immer noch um Lydia, der denkt nicht klar. Ja, der neigt zu Gewaltausbrüchen, wenn ihm jemand doof kommt. Unter anderem. Da verprügelt er auch ganz gerne mehr alte Männer. Wieso brauchen die denn immer so lange, um da reinzugehen? Sag Bescheid, wenn er noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. So, mein Vater mich jetzt hier Mahalki führt die Taverne. Er war früher ein Soldat, aber dieses Leben hat er hinter sich gelassen. Was kann ich für euch tun? Ihr braucht etwas? Das ist komisch. Aber ich glaube, das liegt vielleicht auch... Vielleicht muss ich tatsächlich ein paar Tage warten. Ja, ich glaube, so war das, ne? Braucht ihr etwas? Weil eigentlich sollte er jetzt zu seinem Vater gehen und sagen, ich werde Abenteurer und sein Vater sagt, ja gut, Sohn, ich habe es mir überlegt oder andersrum eben. Und dann kriegt er die Rüstung und ist, ja, eine Abenteurer. Das ist halt nicht so. Na gut. So, Tante, wo ist, ach da unten, Tante. Jetzt hat mich das Schild fast umgebracht. Es ist echt seltsam, dass hier keinerlei Hinweise darauf sind, was mit Logia eigentlich ist. Also, den kennt hier niemand. Der hat nicht mal ein Haus. Vielleicht hat er in dem Haus gewohnt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber er kommt ja aus Rorikstadt, das hat er ja gesagt. Gut, hier ist ein Pferd. Und hier ist eine Holzhütte. Ein Holzschuppen. Naja. Gut, wir müssen nach Norden gehen, beziehungsweise nach Osten müssen wir jetzt gehen. Das heißt, ich sollte eigentlich der Straße wieder zurückfolgen oder ich gehe einfach querfeldein. Also ich reite, glaube ich, einfach querfeldein. Das ist genauso gut. Ich habe nämlich gar keine Straße vor meinen Augen jetzt gerade. Da kann ich mich ja auch was gefasst machen, weil das Banditencamp da hinten, an dem wir vorbeigeritten sind, vor Rorikstadt, das war ja schon gefüllt. Mit Banditen. Muss mal so auszudrücken. Um es mal nett zu sagen. Das war ja schon gefüllt mit Banditen. Ah, da ist es. So, Tante, du bleibst mal hier.
Ich schleiche mich dann nach vorne. Versuch's zumindest. Kurz speichern noch. Pass auf. Jetzt kommen da wieder 20.000 Banditen raus. Ich renne weg und sie töten Tante. Das war zweifacher Schaden. Das war zweifacher Schaden. Was war das? Seid verdammt! Bandit! Nee, Magier. Toll. Was ist das für ein komischer Sound? So, hier wird sich nicht ergeben. So, jetzt du da vorne. Ach, verdammt, ich kann ja noch gar keine Pfeile blocken. Ah, doch. Der ist auch tot. Eisenpfeil. Wieso schicke ich die Waffe weg? Damit ich schneller laufen kann. Stab des Feueratonarchen beschwört einen Feueratonarchen für 60 Sekunden. Machen wir gleich mal. Naja. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die restlichen Banditen sind. Was? Dort geben die klein bei? Und dann versteckt ihr euch hier. Er hält schon was aus. Er hält schon echt was aus. Wo ist denn mein Antonarch? Ihr wollt zu den Nord gehören? Ich habe genug von euch! Gnade! Ihr wollt zu den Nord gehören? Okay, das war der Feuer-Antonarch. Der hat sich irgendwie nicht in den Kampf eingemischt. Jetzt ist er weg. So, weiter. Salz, Nordmet. Nichts. Kartoffel. Naja. Ein Amboss. Eimer, Nordmet. Ach, ich muss da rein. Ach du Scheiße. Ich hab gedacht, die könnte ich hier einfach kurz hier draußen erledigen und das war's. Aber nein, ich muss rein. Na gut. Omelett von Zenitar. Und 10% bessere Preise. Also ich muss sagen, der Werf vom Weißlauf, der war auch etwas nachlässig. Dass sich Banditen hier so einnisten konnten in der Nähe von Rorikstadt, das ist schon bedenklich. Ist da jemand? Nein. Kurz das Schild ausrüsten. Alter! Kommen da wieder 5000 Gegner raus. Ich will das hier schnell beenden. Zu sterben. Alter! Ich hab schon wieder das Schwert weggelegt. Das ist... Ich zeig euch, ich bin auch imstande. Banditenanführer ist tot und der ist auch tot. Das war ja schlimm.
Keine Ahnung, was da überhaupt abgegangen ist gerade eben. Banditenanführer. 109 Gold, nicht schlecht. Eisenstreitachs der Müdigkeit. Ey. Urkargobalrusch. Was macht denn? Wieso hat der den Namen? Auf jeden Fall müssten das alle gewesen sein. Ich habe gerade keinen Bock, meine Spitzachse rauszuholen. Das überrascht mich jetzt, dass da nur drei Banditen drin waren. Also, beziehungsweise zwei Banditen und dann einer mit Namen. Das war seltsam. Stammt übrigens auch aus der Mod, die Sache hier. Falls das noch nicht klar war. Urkas Journal. Ja, da ist wieder der Grund, warum man einen Namen hatte. Vulkanglasbogen. Oh, krass. Starkes Gift. Naja. Blitzresistenz. Ausdauer. Rohes Rindfleisch. Urkas Journal. Chief Mau. Hulak, the backstabbing Danglicker. He casted me out of Narsulbur for being a bitter warrior. He is weak. He sits on his throne and watches us fight for him while he hides behind the skin of his four useless wives. How long have I served you? Since the uprising against your rule last year? Also Hauptmann Mau Hulak? Der, ich versuche mal, dass ich das in Nacheditieren übersetze. Also nachsynchronisiere. Aber jetzt lese ich das auf Englisch vor. Beziehungsweise ich lese es überhaupt nicht vor. Ihr könnt mich dann in den Kommentaren anscheißen, wenn ich die Zeit da nicht gefunden habe. Beziehungsweise ihr könnt mich nicht anscheißen, aber ihr könnt euch dann beschweren. Aber ich versuche es mal im Post, also beim Schneiden dann nochmal Zeit zu finden, dass ich das nachsynchronisiere quasi dann auf Deutsch. Weil dann kann ich das besser übersetzen, dann brauche ich das nicht so improvisieren. Futterschläge thanked me. I recently found a camp on the outskirts of Rorix that filled with bandits. They tried to rob me. I killed their leader and crippled the rest. Now the Isidians are my soldiers. And I have a plan. If you ever read this Mau Hulak, it would be why your lungs are filled with your own blood and your legs lay separate from your body. Nett. Also im Grunde. Oh, ja, gut. Hä? Also, ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass das merklich schneller geht. Aber ich könnte mich auch irren. Ja, gut, es geht, glaube ich, tatsächlich schneller, aber. Es ist nicht angenehmer. So, es ist nicht angenehmer für mich, weil es sogar tatsächlich lauter ist. Ich mag das nicht, wenn es so laute Geräusche sind. So. Ich will mich aber nicht beschweren. Das ist nur so eine kleine Anmerkung. So, Outcast Camp ist nicht abgeschlossen. Das heißt, irgendwas lebt hier noch, aber es ist egal. Der Banditenanführer ist tot. Dann geht's weiter nach Orotime. Da sollen wir den Anführer der Silbernen Hand ermorden. Das ist immer sehr gut, ne? Weil wir Rache nehmen wollten an der Silbernen Hand. Weil wir uns eine Falle gestellt haben, ist Jor gestorben. Und weil Skjor gestorben ist, also Skjor wurde von der Silbernen Hand getötet. Und weil die ihn getötet haben, wir wollten ja Rache nehmen, nehmen wir jetzt Rache. An den Leuten, die sich verteidigt haben. Also irgendwie auch nicht, aber es ist halt ein Rachekreislauf irgendwie. So, Tante, wo bist du? Ich hab die doch hier abgestellt. Ich hab die doch mit Absicht hier abgestellt. Ich habe die doch mit Absicht da geparkt. Oder habe ich sie da rumgeparkt? Ich habe sie doch mit Absicht da geparkt, damit sie nicht wegrennt, wenn es zum Kampf kommt. Oder habe ich sie hier oben geparkt? So war das jetzt Third Person. Also hier oben ist Tante ja auf jeden Fall auch nicht. Und wenn sie es wäre, dann wäre sie wieder weggerannt. Das ist toll.
Oh, ich hasse es, wenn Tante wegrennt. Dass die immer wegrennen muss. Ich meine, besser als in Kampf zu rennen und zu sterben. Aber es ist halt... Vielleicht ist sie gestorben. Es ist halt super nervig. Ich werde die nie wiederfinden. Wo könnte die denn hin sein? Da ist eine Schlammkrabbe, die mich ignoriert. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Wo ist denn... Ich kann jetzt wieder Schnellreise zu dem Camp machen, da müsste auftauchen, oder? Oh. Oh. Ah. Ist mir gerade eben noch gar nicht aufgefallen, aber da ist ein Nordding. Was ist ein Grab? Und zwar ein relativ großes. Ist mir so gar nicht aufgefallen. Die blöde Tante ist weg, ey. Ich mach jetzt schnell eben. Zum Ausprobieren, ob Tante dann wieder da ist. Ja. Ist das aber eine Überraschung. Was? Hä? Ach da! Das war schon alles? Wirklich? Ihr gewinnt! Darum war das noch nicht abgeschlossen. Oder? Nee. Daran lag's nicht. So, wo ist Tante schon wieder hin? Da. Gut. 62 Minuten. Die Folge ist zwar nicht vorbei, aber ich muss eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von Folge 43. Bis gleich. Also, ja, bis gleich. Mara ist die Göttin der Liebe und des Mitgefühls. Einer ihrer Tempel steht in Rifton. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Skyrim Special Edition Pipapo. Wir sind, ja, direkt vor diesem komischen Banditencamp, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja direkt angeknüpft an die letzte Aufnahme mitten in der Folge. Deswegen rede ich mal gar nicht so lange rum. Mir kommt da gerade eine Idee. Wir sind ja jetzt direkt vor dem Banditen, vor dem Riesenlager. Da oben ist zwar ein Riese drin, aber da ist kein... der andere ist draußen. Kann ich mich reinschleichen oder sind die überhaupt feindselig, wenn ich reinreite? Weil wenn die das nicht sind, dann könnte ich versuchen... Oh, hier liegt einer. Lagersprechende Stein entdeckt. Okay. Könnte ich versuchen, mir einen Mammutstoßzahn zu stibitzen, den wir ja noch sammeln müssen. Da müsste ich keinen Mammut töten. Also er dreht sich zu mir um und da kommt ein Drache. Ich verschwinde. Da, Blumen. Kämpft der gegen was? Erstmal Tante hier lassen. Ja, sie will sowieso irgendwie weg. Der Riese ist weg. Ah, da ist er. Er ist jetzt aber auch nicht direkt feindselig. Und er ist jetzt auch nicht in seiner drohenden Position. Habe ich gar nicht geguckt, was das für eine Halskette. Der Drache kämpft dagegen irgendwas. Das habe ich gar nicht geguckt. Halskette des schwachen, festen Griffs. Beidhändige Angriffe verursachen um 15% höheren Schaden. Sag mal, gegen was kämpfst du da? Ach, ein Drache gegen den Riesen. Okay.
Ich bin mir gerade unsicher, ob ich eingreifen soll oder einfach zugucken soll. Er rennt weg. Warum rennt der Riese weg? Okay, da. Ja, die sind ja schon majestätisch, die Viecher. Hallo! Hat er nicht mitgekriegt. Ach, der hat keine Keule mehr, deswegen ist er weggerannt. Vielleicht sollte ich mich auch für... Ja, genau, Tante! Tante! Tante, geh da weg! Fuck! Okay, Rache ist gelandet. Okay, Drache ist tot. Riese hat seine Keule wieder. Ich verschwinde. Der mit einem Riesen anlegen ist glatter Selbstmord. Oh, ich fühle mich... Wieso ist die Kamera so nah dran? Umströmt. Mir ist auf einmal so warm. Nur eine Drachenschuppe, Zwergenschwert. Nee. Okay, jetzt ist Tante da hinten, der Riese auch. Ja, das Problem ist, ich muss zur Tante kommen, ohne dem Riesen zu nahe zu kommen. Kann ich jetzt ganz kurz mal gucken, ob ich hier irgendwo eine Mammut-Ding finde oder sonst was? Knochen, Kriegshammer, Schild, Trollschädel, die Truhe habe ich gerade eben schon durchsucht. Also ganz schnell gucken, ob ich hier irgendwo einen Mammutstoßzahn oder sonst irgendwas finde. Es sollte doch eigentlich möglich sein, oder? Ein gut verkohltes Skeberfell. Ich denke immer noch, dass das irgendwie ein Übersetzungsfehler sein muss. Skeberfell. Okay. Bisschen Riesenkäse. Ne, Mammutkäse. Schale hinzugefügt. Okay. Ein Bandit. Aber einen Mammutstoßzahn finde ich jetzt nicht. Meine einzige Möglichkeit, in einen Mammutstoßzahn zu kommen, wäre jetzt eines der Mammuts zu töten, aber das wäre glatte Selbstmord. Dann hätte ich jedes Mammut, das hier in der Nähe ist, als Feind und die ganzen Riesen. Und ja, ich sag's mal so, von einem Riesen getroffen werden, kann einen schon mal ein bisschen durchrütteln. Was atmet hier so schwer? Das klingt nach einem Riesen. Und ich kann nicht auf Tante aufsteigen. Hä? Ich kann nicht auf Tante aufsteigen und es klingt irgendwie nach einem... Okay, verrückter Gedanke. Ein Riese ist auf Tante aufgestiegen und da es keine Animation gibt... Sitzt der Riese jetzt unter der Erde oder sowas in der Art? Ich habe keine Ahnung. Okay, verrückte Idee. Ich mache mal eine Schnellreise zu dem Banditenlager hier vorne. Kommt bestimmt wieder irgendeine komische Banditin angelaufen, weil das ist ja nicht abgeschlossen. Das heißt, da können wir hier respawnen. Oder da lebt noch irgendwas, das ich nicht getötet habe. Wenn ich Glück habe, spawnt jetzt Tante bei mir. Weil ansonsten gehört Tante jetzt einfach den Riesen. Ah, jetzt geht's. Gut, Tantchen. Schauen wir mal. Das wäre also erledigt. Ich speichere mal ganz kurz, weil das hat ja schon wieder ein bisschen gedauert.
Das habe ich mir irgendwie den Aufnahmeanfang nicht vorgestellt. Ich habe mir den irgendwie... Ja, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie was Großartiges passiert, aber es war schon irgendwie kurios. Hallo, Banditen. Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Ja, ja. So, Schlammkrabbe, Banditen, alle tot. Dass ich die Mammutstoßzähne nicht mitnehmen kann. Was ist das für eine Hütte da vorne? Irgendeine, muss ich mir später angucken. So. Orotheim, hier sollen wir ja... Heißt es Orotheim? Orotheim, hier sollen wir ja den Anführer der Silbernen Hand vernichten. Oder einen der Leutnants der Silbernen Hand sollen wir hier töten, um die Silberne Hand zu schwächen. Und uns zu rächen. Da vorne sind sie auch schon. Die müssen mich auch immer sofort hören oder sowas, ne? Lassen wir die Spielchen. Jo! So, die ist tot. Was ist das denn? Hallo, Magier! Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ist das alles, was ihr könnt? Seid ihr zum Sterben bereit? Sagt die Richtige. Uah, Shaky Cam. Gold, Eisenpfeil. Ja. So. An deinem Höschen bin ich weniger interessiert. Mehlsack. Elfenschild. Elfenschild? Das ist eine leichte Rüstung, ne? Ist da jemand? Oh, fuck. Könnt ihr mich nicht einmal irgendwie nicht entdecken? Das wäre super. Einmal einfach ganz normal. Natürlich. Es geht natürlich nicht anders. Anführer der Silbernen. Ach, dann seid ihr ja schon. Es kann gar nichts. Was ich nicht ganz verstehe, das muss ich mal ganz kurz sagen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso muss ich. Ah, ne, das mache ich nach dem Kampf. Das mache ich nach dem Kampf. Wo ist mein anderer Schrei? Kampfschrei, letzter Schutz. Hä? Kampfschrei, Heilung, Bestiengestalt? Was? Ich habe meine Schreie nicht mehr drin? Wieso habe ich meine Schreie nicht im Favoritenmenü? Doch da, unerbittliche Macht. Hä? Wurde nicht angezeigt. Ich schwöre, ich werde euch töten! Okay, ich brauche einen Heiltrank. Dann müsst ihr aber euch schon ein bisschen... Alter, die haut echt rein. Alter, ich... Alter! Wie zur Hölle bin ich hinter die gekommen? Egal, ich hinterfrag's nicht, ich freue mich. Gut, das war das. Heilzauber. Das bist nur noch du, oder? Wow, ich bin beeindruckt. Wir sind verloren. Das war jetzt irgendwie, also das Fuß war... Fuß! Ja, das ist schon besser.
Was ich mich frage, ist, wieso sich die silberne Hand sich als Werwolf... Also die silberne Hand sind ja nur Werwolfjäger. Wieso muss ich die silberne Hand als Werwolfjäger eigentlich in der Höhle verstecken, in der Wildnis? Das verstehe ich nicht ganz. Wieso haben die nicht irgendwie eine Basis in einer der Städte? Würde das als Werwolfjäger nicht viel mehr Sinn machen, wenn die einfach sagen würden, wir sind quasi eine Söldnergruppe, wir spezialisieren uns halt auf Werwölfe? Oder haben die Dreck am Stecken? Mammutrüssel. Ich suche kein Mammutrüssel, ich suche Mammutstoßzahn. Also, ich meine das ja nur, ne? Also, ich wundere mich halt nur. Stark. Also sehr. Ich wundere mich halt nur sehr, dass die silberne Hand irgendwie sich so in diesen nordischen Ruinen und diesen Höhlen hier verstecken muss. Na gut, in der nordischen Ruine weiß ich nicht, ob die sich da versteckt haben. Das war ja eher eine Falle, aber hier in der Höhle haben sie sich also schon ein Lager gemacht. Das ist normalerweise nicht das, was man von einer ehrenwerten Organisation erwarten würde. Seelenstein, ein Hahn. Großschwert. Eine Spitzhacke. Grauer Wulstling. Was haben wir denn hier? Zwergenkriegsaxt. Könnte ich eigentlich mitnehmen, um sie zu. Los mit der Stärke. Sie dann irgendwann einzuschmelzen, aber das Gewicht ist zu groß. Ich werde in nächster Zeit zumindest nicht in der Schmiede vorbeikommen. Also ich plane es zumindest nicht. Es gibt im Mortal eine vielleicht. Denn nach Weißlauf gehen wir jetzt erstmal nicht zurück. Wir gehen ja erstmal in Richtung Hjalmarsch und sowas. 100 des Taschendiebstahls. Elbenherzstiefel des schwindenden Blitzes. Steigert die Blitzresistenz um 40%. Rüstung 40. Rüstung 40. Rüstung 42, aber sie sind hochwertig. Das heißt, die sind eigentlich besser, sobald ich sie verbessert habe. Dafür brauche ich aber einen Tisch. Wie, das war's schon? Das ist eine kleine Höhle. Okay. Aber auch in so kleinen Höhlen darf das natürlich nicht sein, dass der Spieler zurücklaufen muss. Nein. Der Spieler muss immer einen zufälligen Weg zum Anfang finden. Selbst in der kleinsten Höhle. Finde ich eigentlich ganz niedlich von Skyrim. Und auch richtig so. Ist auch gut so. Das müsste man. Ich bin ja gelevelt. Das müsste man immer wieder manuell zurücklaufen. So, wir müssten jetzt die Legende von Gauldur in Volguntur erforschen. Und wir müssen in Ustengraf das Horn von Jürgen Windrufer holen. Ich glaube, da mache ich einen Zwischenritt zu Mortal. Ich glaube, da brauche ich nicht mal ein Ding markieren, oder? Ich glaube, das, ja, kann ich einfach dem Weg folgen. Und von da aus gehen wir dann das Horn holen, dann Volguntur, die Legende erforschen. Dann machen wir einen ganz kurzen Schritt zu Einsamkeit, einen Besuch bei Einsamkeit. Und dann den Rest. Ja, ich glaube, so war auch der ursprüngliche Plan, nicht wahr? Also und natürlich all das, was noch so zwischendurch passiert und uns dazwischen kommt. So. Da würde ich jetzt schon ganz gerne runter. Wie geht's denn da runter? Da müsste ich wieder andersrum, ne? Okay, mal gucken.